zu einer neuen Vorstellung, denn sie ist eingetroffen. Picos neue Konstruktion der 211. Ja, zur Verpackung brauche ich nicht viel zu sagen. Die typische, gute, bewährte Verpackung und garantiert nicht so kostenintensiv wie, nicht? Ihr erkannt euch an das Video der V88 oder 188 erinnern. Transportabel, stabil und sicher. Das Modell hier drin, einfach nur gut. Aber ich will gar nicht weiter auf die Verpackung eingehen. Ja, ich habe die Pico schon mal eingefahren und muss sagen, ich bin wirklich positiv überrascht. Aber alles Weitere seht ihr dann jetzt. Ja, hier seht ihr jetzt drei Maschinen. Von links nach rechts. Links die Roco. Letzte Soundauslieferung. Ich glaube, es war vor 2 Jahren. In der Mitte die aktuellste Brava, die jetzt gerade bei den Händlern eingetroffen ist. Und ganz rechts die Pico. Ich habe noch mal ein paar Fotos gemacht, die könnt ihr euch dann jetzt erstmal anschauen und vergleichen. Und dann komme ich zur Soundvorstellung. Ja, hier sehen wir jetzt mal alle drei Maschinen schön nebeneinander. Ihr seht, die Lichtfarben sind identisch, vorne sowie auch hinten. Auch die Gehäuse sind alle sehr gut. Wenn man bedenkt, dass die Roco mittlerweile schon aus den 80ern ist, braucht sie sich nicht zu verstecken bei den anderen beiden. Einziger Vorteil ist halt die durchbrochenen Lüftergitter der Pico und der Brava und bei Brava natürlich auch noch der drehende Lüfter. Aber dafür ist die Maschine ja auch wesentlich teurer. Natürlich auch im unteren Bereich, der aber eigentlich auch kaum zu sehen ist, da die Maschine ja meistens auf den Rädern steht. Erhebliche Unterschiede. Hier natürlich Brava in seiner Detaillierung führend vor allen anderen beiden. Aber hier sieht man die Pico auch sehr schön gemacht, sehr toll. Aber kommen wir jetzt zu den Sounds. F0 ist klar, habe ich deswegen auch nicht gezeigt. Ach ja, wer sich darüber wundert, dass die Lok eine beige Nummerierung hat, während der Strich ganz normal silbergrau ist, das hatte das Vorbild auch, konnte man gerade im Bild sehen. Ja, diese Befehle lasse ich jetzt auch einfach mal weg, gehe da gleich später nochmal drauf ein und wir machen weiter mit F9. Ja, hier fehlt irgendwas. Ist euch das aufgefallen? Ich höre nur das Metall. Was ist mit den Luftanschlüssen? Thank you.
So, jetzt kommen wir zu den anderen Funktionen. F4 Lokführergruß. Man muss schon sehr genau hinschauen, aber ein kleines Gimmick. Ja, und dann möchte ich euch mal zeigen. Pico hat es wirklich super hingekriegt. Zwischen Normalfahrt und Lastfahrt. Ihr seht jetzt hier die Lok vorkommen mit normaler Geschwindigkeit. Das heißt also von 0 auf Fahrstufe 50 erhöht und sie bewegt sich normal. Fährt jetzt wieder auf ihre Position zurück und dann schalten wir F2 ein, was den Lastbetrieb einschaltet. So, F2 ist jetzt aktiviert und ihr seht, der Motor heult richtig schön auf. Es ist wie gesagt ganz normal wieder von 0 auf 50, Fahrstufe 50, so wie eben auch. Aber die Lok bemüht sich wesentlich schwerer, die Geschwindigkeit zu erreichen. Aber ich muss jetzt auch mal die neue Version der Pico Decoder loben, was die Lastregelung angeht. Aber da komme ich nachher nochmal drauf zu. Meistens bin ich ja nicht gerade ein Freund der Pico Decoder. Aber anscheinend haben die Entwickler ein bisschen gearbeitet. So, dann kommen wir zu einem weiteren Gimmick, der mir auch sehr gut gefällt, und zwar F17. Die Lok fährt wieder ganz normal los, ich drücke F17 und es wird eine Schnellbremsung eingeleitet. Auch solange diese F17 jetzt aktiviert ist, kann die Lok nicht weiterfahren. Ich könnte da jetzt noch so viel wieder Gas geben. Erst wieder deaktivieren, dann können wir weiter vorfahren. Jetzt das Ganze nochmal rückwärts. Auch hier jetzt wieder ganz normal Fahrstufe 50 vorgewählt. Lok beschleunigt. Ich drücke F17 und schwupp wird die Schnellbremsung eingeleitet. Sehr schön. Ja,
Hier möchte ich euch jetzt nochmal die Lastregelung zeigen. Und zwar, die Lok fährt an, beschleunigt, man hört den Motor. Und eine Lastregelung kann auch andersrum funktionieren. Wir hören es jetzt. Sie geht schön in den Leerlauf und rollt dahin. Ja, die letzten Bilder werden jetzt auch noch ein paar Szenen sein. Und hier könnt ihr sehen, man kann wunderbar mit der Maschine rangieren. Indem wir jetzt die Wagen aus dem Stumpfgleis holen, vorziehen und dann wieder in den Bahnhof hineindrücken. Aber schaut selber, ich halte jetzt meinen Bobby. Ja, wie ihr sehen könnt, wunderbar zu rangieren mit der Lok. Sie hat gute Langsamfahreigenschaften. Und mein Resümee ist, endlich mal eine Pico-Lok, wo ich den Decoder zufrieden bin und wo ich auch sage, der Kondensator funktioniert vernünftig. Diese wird bei uns bleiben. Super Pico, danke. Ich werde meinen Spaß damit haben. Ciao.